Also, Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Hey, Leute, ich wohne da oben. Also gut. Zahlt ihr Miete? Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Servus zusammen, grüß euch, habe die Ehre. Schön, dass ihr wieder mit reingeklickt habt und ich euch mitnehmen kann in die postnukleare Welt von Fallout 4. So, bevor wir jetzt hier lang rumstehen und quatschen, gehen wir direkt mal hier weiter, weil Cotsworth ist schon weitergelaufen. Der hat irgendwie keine Lust gehabt zu warten, dass ich meine Einleitung hier mache. Und wir wollen ja schließlich hier noch looten. So, wo ist er denn? Nee. Da vorne ist er. Ja, komm, flitzen wir mal hier. Ja. Sir, hier ist Ihre Familie auch nicht. Sie ist wirklich fort, oder? Ja, das habe ich dir doch gesagt. Aber hast du jetzt hier schon alleine aufgeräumt? Ja. Gut. Sean ist da draußen, Cotsworth. Ich muss ihn finden. Was ist mit Concord, Sir? Da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben sie nur mit Stöcken auf mich eingeschlagen, bevor ich nach Hause laufen musste. Na toll. Die gefallen mir jetzt schon. Oh, gut. Vielleicht kommen sie mit ihnen zurecht und sie können helfen, den kleinen Sean zu finden. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Ja, genau, das magst du mal. Du bleibst zu Hause. Oh, Leute, ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe so unglaublich Bock auf den Siedlungsbau. Das ist so ziemlich mit das Geilste, was sie eigentlich hier eingeführt haben. Oh, servus. Also also das war das, was mir schon immer mit Abstand hier am meisten Bock gemacht hat. Ja, wir werden jetzt erst einmal ein paar Sachen bereits ablegen, weil wir mit niedrigem Level sonst unheimlich schnell überladen sind. Ja, das kennen wir. Mist, ich wollte ja... Ah, was? Okay, das ist auf jeden Fall von irgendeiner Mod. Und ich habe etliches an Mods im Endeffekt schon runtergeladen. Gut, die lagern wir ein. Mit denen verbrenne ich mich sonst immer nur selber. Oh, wir haben eine Brille. Die könnten wir uns dann eigentlich auch anziehen. Ja, den Ehering packen wir auch da rein. So. Ja, packt man erstmal alles so weit rein. Redax. Ja, Redaways behalten wir. Redax packt mal rein. Das Blümchen auch. Fleisch und Bohnen auch. Das auch. Das auch. Na, das Wasser behalten wir mal. Vorsichtshalber. So. Hier können wir auf jeden Fall alles. Moment, machen wir es doch mal einfach so. Weil, dann sind wir jetzt auch wieder wesentlich leichter und wir machen uns auf Richtung Concord. Ich bin sowieso gespannt. Ich habe es, wie erwähnt, in der ersten Folge schon ein paar Mal durchgespielt. Ich hatte jedes Mal vor, eigentlich mit einer anderen Fraktion abzuschließen. Ja, ich bin immer bei einer Fraktion hängen geblieben. Und zwar jedes Mal. Mal gucken, wie es dieses Mal wird. So, da oben dürften wir was haben, wenn ich mich recht entsinne. Jawohl, genau, da war was. Ja,
klassisches Fallout. Na? Begrüß den Hund. Hallo Hund! Also, man sieht's, glaube ich. Normalerweise ist er ein deutscher Schäferhund. Hier ist es ein Malinois. Hey, na, mein Kleiner? Was machst du denn ganz allein hier draußen? Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben. Genau, kommst du mit. So. Einmal aktivieren, dann können wir nämlich hier dann auch bauen. Oh, ich hab... Wes, was hast du gefunden? Wo? Wie? Wo bist du? Was ist los mit dir? Ja, wir kommen schon hier wieder mal her und zerlegen hier alles. Komm mal mit. Wir gehen weiter. So. Oh. Wahrscheinlichkeit, den zu treffen, ist sehr gering, aber wir probieren es mal. Okay. Na? Geht doch. Können wir immer gebrauchen. Na, lecker. So, das Brahmin hat nichts mehr drin. Haben wir sonst noch irgendwo hier welche? Ich glaube nicht. Aber die Blume nehmen wir auch mit. Ich bin gespannt, wie oft ich einen Löffel abgebe. Ich habe es jetzt nicht aktiv vor, einen Löffel abzugeben, und wir werden alles tun, dass wir den Löffel nicht abgeben. Okay, da vorne geht's rund. Versuchen wir uns mal anzuschleichen. Jawohl. Wow. So, den Hammer. Den treffen wir nicht. Warum treffen wir den nicht? Ja, okay, der ist jetzt eh weg. Jawohl, und wir haben ein Level Up. Sag einmal. Gar so schlecht schieße ich jetzt aber nur auch nicht. So, nehmen wir alles mal mit hier. Hey, hier oben, auf dem Balkon. Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Kinder sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Ja, aber ich habe die Raider doch gerade schon umgelegt. Gleich nochmal ein Level. Ja, genau. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Ja. Hey, hier ist. Der ist ja fast nackig. Ja, kein Wunder. Oh, ich glaube, ich habe da eine Vermutung. Und zwar, dass eine der Mods nicht richtig funktioniert. Da muss ich am Ende von der Folge mal nachgucken gehen. Weil normalerweise liegt der nicht so leicht bekleidet hier rum. So, wir schauen mal, was haben wir hier so alles? Ah, da haben wir halt echt viel und es würde uns mega überladen. Schauen wir aber erstmal in die Skills. Wo war das denn wieder?
Ja, genau, da, Stufenaufstieg. So. Ja, wir nehmen einmal in Intelligenz. Und einmal in Stärke. Na? Genau. Stärke können wir mehr tragen. Intelligenz, je klüger wir sind, desto mehr EP kriegen wir fürs Entdecken, fürs Killen und so weiter. Was dann wiederum heißt, ja, dass wir schneller aufsteigen und dadurch auch wieder schneller dass wir dann in dem Moment wiederum schneller aufsteigen, schneller Munition, schneller wieder neue Skillpunkte bekommen. So, die Lasermuskete. Das nervt mich aber jetzt, dass der Typ da unten fast nackt war. Okay. Haben wir nicht getroffen? Jetzt hat er aber. Ja, ja, ist nichts Persönliches, verstehe ich. So, irgendwo ist da oben noch einer. Aber wir schauen hier erst einmal komplett alles durch. Ich weiß nicht, die Lasermuskete ist schon eine coole Waffe. Irgendwie ja schon, aber ich weiß nicht. Ja, da komme ich dann noch drauf zurück, Kleiner. Ich weiß nicht, dieses ja, wie ein Repetiergewehr einzeln nachzuladen. Ja, wer von uns beiden hat es jetzt kurz und schmerzlos gemacht? Na, wo ist... Da ist noch irgendwo einer. Ja, ja. So, wo ist der nächste... Ah, wo ist er? Wo ist er? Da sind noch welche, das weiß ich ganz genau. Denk dran, zwei Laternen beim Seeangriff. Los, Dors, wir reiten nach Lexington, okay. Komisch. Also ich kenn's normalerweise, dass da noch einer drin steht, oder ist es dann oben, wo noch einer drin steht? Müssen wir mal schauen. So, wohin geht's dahin? Keller. Ja, toll. Hätten wir auch dadurch erreicht. Naja. Oh. Och nö. Mastermind. Knack den Code. So, wir müssen einmal hacken. Ja, es funktioniert im Endeffekt wie Mastermind. Okay, wir haben einen Treffer. Ja, war ja klar. Können wir das auch anders da knacken? Komm, dann machen wir das so. Einfacher. Das wär's.
Oh, einmal den Fusionskern. Haben wir sonst noch irgendwo was zum Einsammeln? Nö. Dann gehen wir nach oben. Und wundert's euch nicht, falls es ihr noch gar nicht kennt, das Game. Ich nehme alles mit. Alles. Alles, was geht. Selbst den Zementsack hier. Wie schaut's mit dem Gewicht aus? Ja, gut. Da können wir ja noch ordentlich mitnehmen. Da können wir noch ordentlich mitnehmen. Weil darauf wird's auch hinauslaufen. Denn alles, was wir jetzt hier looten, brauchen wir für den Siedlungsbau. Oder um selber irgendwelche Sachen zu modifizieren, zu bauen, etc. Das haben sie halt auch wieder richtig gut schon immer gelöst gehabt. Ja, da gehen wir noch nicht rüber. Wir machen hier erstmal fertig. Wir lassen nichts aus. Ah, Kronkorken. Also Dollar ist abgelöst. Kronkorken. Zahlungsmittel. Wenn du in der Nähe von der Nuka-Cola-Fabrik dein Lager aufschlägst und da noch einige Flaschen drin sind, ist es wie ein Lottogewinn. Ich sag's dir, Mann. Lass uns verdammt nochmal verschwinden. Sonst werden wir noch erschossen. Sei nicht so ein Weichei. Wir halten für die anderen die Stellung, wie man es von uns erwartet. Bist du taub? Da draußen ballern wir Blödsinn. Ja, da draußen ballert jemand. Habe ich euch jetzt nicht mit der Detonation von dem Ding erwischt? Ach Mann. Hey, wer ist da? Na, 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 komm, 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 komm. Lass meinen Hund in Ruhe. Ja, ihr seht's, wie in der Folge, dass da einfach mal Körperteile und sonstiges abgeballert werden, ist hier auch nicht anders. Und die Klamotten nehmen wir natürlich auch mit. So, haben wir hier alles? Ja, das ist ziemlich heroisch. Schaut aber gut aus. Haben wir hier noch mal was? Nee, da wollen wir nicht runter. Ach so, und wir sollten vielleicht da mal nachladen. Ich ziehe jedem einzelnen von euch die Haut ab. Komm schon, die gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Hörst du? Ich gehe mal spazieren. Aber ich komme wieder. Und dann seid ihr tot. Wo ist da noch einer? Ist da... Na. Wow. Lass mich los! Ach man, genau in dem Moment, wo ich geschossen habe, hat der Wauzi ihn runtergezogen. Komm schon. Hund. Nee. Ja, warte kurz. Ich bin hier gerade noch etwas beschäftigt. Der ist aber jetzt nicht rund. Doch, er ist runtergefallen. Oh, da haben wir was drin. Nee. Okay. Alles schön durchsuchen. Und ich glaube, ich weiß gerade wieder, welche Mod das ist. Mit diesem Siedlung aufgeben und so weiter, was wir vorhin in Sanctuary hatten. Das dürfte eine Mod sein, die es einem ermöglicht, in, ja, irgendwo im Ödland einfach eine eigene Basis zu eröffnen. Da kann man, glaube ich, nochmal 2, 3, 4, 5 Outposts errichten, die in dem Moment doch recht nützlich sein können. Deswegen, das dürfte, glaube ich, diese Mod sein. Fallout. Als reine Vanilla ist ja schon okay, aber es geht halt nichts über Fallout, wenn's gemoddet ist. Mann, ich weiß nicht, wer du... Perfekt. Jawoll, haben wir ein Spiel.
bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Servus, Preston. Die Minutemen, was seid ihr denn für welche? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Nein, die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Nee. Okay, und wer sind die Leute da? Diese Leute? Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einem Neuanfang. Ich bin seit Quincy bei ihnen. Lexington sah eine Zeit lang gut aus. Aber dann haben uns die Ghule vertrieben. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Nur ich, die Longs, Marcy und June. Und auf der Couch sitzt die alte Mama Murphy. Hey. Und das ist Sturges. So, wir sind ja ein Vault-Bewohner. Wir sind erst frisch aufgetaut. Wir wissen ja gar nicht, was Ghule sind. Deswegen. Ghule? Was sind Ghule? Wow. Echt? Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Aber es sind trotzdem Menschen. Ja. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Nein, das sie ist reißen nicht. Dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Aha. Mit einer Idee kommt man weiter. Ja, gut. Eine gute Idee kann einiges bewegen. Sturges, sag's ihm. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Juhu. Eine komplette, unbenutzte T-45 Power-Rüstung fürs Militär. Also ich würde eine T-60 nehmen oder eine X-01 oder so. Was macht diese Power-Rüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung. Und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Minigun, das wollte ich hören. Klingt gut, was? Ja. Es gibt nur einen Haken. Ja, es hat's immer. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber wir stecken fest. Ich habe da schon mal die Lösung, weil ich habe unten die Energiezelle oder den Fusionskern mitgenommen. Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK, einen Standard-Fusionskern, eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und aber wir wissen, kommen wo man nicht eine in findet. Das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Hab ich schon. Ich habe mir den Fusionskern schon geholt. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Jawoll! Da machen wir dann mal hier ein bisschen Dampf den Herrschaften. So. Vorher nehmen wir hier aber alles mit. Wir lassen ja nichts zurück. Hey, Mama Murphy! Kind, es kommt was und es ist wütend. Perfekt. Jawohl. Zusätzliche Wahrnehmung ist auch gut. Nee, das ist die falsche Tür. Ja, haben wir alles. Haben wir alles. So, dann geht's hier raus. Ja, komm, Wauzi, ein bisschen weiter. So, einmal die Taschenlampe anmachen von unserem Pip-Boy. Damit wir auch im Dunkeln was sehen. Nicht, dass wir an irgendwas vorbeilaufen. Ihr habt den Vertibird gefunden. Ja, okay, da gibt's ja gar nicht so viel, was wir ja irgendwie, hätten einsammeln müssen.
So. Da ist das gute Stück. Oh. Hören wir uns die gleich mal an. Persönliches Log. Staff Sergeant Michael Daly, United States Army. Am Samstag, den 23. Oktober, ist unser Vertibird auf dem Weg nach West Stockbridge auf das Dach dieses Museums gestürzt. Die Ursache, ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion. Mehrere Explosionen, um genau zu sein. Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, kam es wohl überall auf der Welt zu Detonationen. Unser Co-Pilot wurde beim Aufprall getötet. Der Pilot ist einen Tag später an seinen Verletzungen gestorben. Am nächsten Tag wurden Flaherty und Canaver von ein paar verängstigten, verzweifelten Überlebenden erschossen. Danach ist Prosensky abgehauen. Hab ihn seitdem nicht mehr gesehen. Okay. Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen, falls dieses Konzept überhaupt noch Sinn ergibt. Der Fusionskern meiner Rüstung ist leer. Meine Tage als Soldat sind also wohl vorbei. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Boston, um zu sehen, ob meine Schwester das alles überlebt hat. Sie hat ein Apartment auf der Boylston Street. Hier spricht Mike Daly. Ende der Aufnahme. Viel Glück und Gott segne Amerika. Oder das, was davon noch übrig ist. Was davon noch übrig ist, ist, glaube ich, sehr gut getroffen. Dann lass die Spiele beginnen. Nein, ich will jetzt mit der gar nicht mal schießen. Ich bleibe erstmal bei der Lasermuskete. Wie? Ich hatte die doch gerade eben aufgeladen. So. Na, wieso kommen wir da nicht weiter? Wauzi, du bist mir im Weg. Wauzi. So, jetzt hat. Wir haben Gesellschaft. Ja, ich bin hier. Ach komm. Warum kommst du nicht runter? Lass uns mit den Jungs ein bisschen plaudern. Ich warte noch, Arschloch. Also. Nee. Was haben wir denn noch? Ja, okay, die macht 26 Schaden. 34. Was macht denn unsere 10mm Pistole eigentlich? Und wo ist die? Ach, da ist sie. 18 Schaden. Okay, das heißt, die macht wesentlich mehr. Ja, Repetierpistole. Nee. Los, ich hab noch was vor. Verdammt, wo sind sie? Okay, probieren wir mal was. Weil wir haben ja extra dieses Targeting-System, dann sollten wir das vielleicht auch nutzen. Nee, das wird nix. Wisst ihr was? Ich komm da mal runter. Den treffen wir. Bam, das war's. Schmeiß doch die Pistole nicht so weit, sonst muss ich so weit laufen, die holen. Sag mal, das hast du doch jetzt mit Absicht gemacht. Warte, da draußen ist was. Auf die Entfernung. Ja, gut. Nee, wir brauchen irgendwas. Haben wir nichts mit einem Zielfernrohr oder so?
Nee, schaut nicht so aus. Ach, jetzt komm. Okay, das wird nix. Das wird nix. Nee. Den haben wir schon. Da liegt noch einer. Die gefällt mir jetzt schon. Wo ist sie? Wo? Da ist sie. Sehr schön. Damit kann man doch mal was anfangen hier. Wo ballert er rum? Ich sehe ihn nicht. Wir haben nicht viel Munition dafür. Okay. Haben wir hier nicht noch welche? Die sind schon nackt. Der auch. Na, davon haben wir noch mal welche. Ja, damit lässt sich's doch schon besser schießen. Ja. Okay. Planänderung. Da hat's Bomben gemacht. Das kommt davon, wenn man einen Reaktor als Energiequelle im Auto hat. Da geht halt nichts über normales Tanken. Da hat's Bumm gemacht. Hey Junge, da vorne ist eine Todeskralle und du gehst mir auf die Nerven. Ich glaub, bei dir hackt's. Ja, eine beschissene Minigun. Ich will das Auto treffen. Ich will das Auto hochjagen. Scheiße. Huh. Ja, Kopf. Uah. Lass mich da rein. Haha. Kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Also vorausgesetzt, du glitscht hier jetzt nicht rein. Hey! Hörst du auf? Da hört der Spaß auf. Nicht gegen den Wauzi. Willst du mich verarschen? Was machst du denn da oben? Was ist passiert? Wo ist sie hin? Warum müssen sie sich immer wehren? Ja, halt mal die Klappe. Wo ist die jetzt hin? Ernsthaft. Ja, das hast du jetzt davon, ne? So, wo ist die Todeskralle? Mist, wir kommen gar nicht hoch. Wo ist die? Das hatte ich bis jetzt so auch noch nicht, dass die stiften gegangen ist. Ha, da vorne ist sie. Zappel nicht so rum. So. Problem gelöst.
Ja, haben wir gut gemacht. So. Die Herrschaften hier sammeln wir noch ein. Denn, auch wenn wir die dann zum Beispiel nicht zerlegen oder sonst was, können wir die Klamotten jedenfalls verkaufen. So, Dolla. Haben wir hier alles fertig? Jo, ich will mal hier runter gucken. Hier bin ich noch nie irgendwie rein, wo die rausgekommen ist. Okay. Ja, da gucken wir mal, wenn wir etwas mehr Zeit haben. So, wir gehen jetzt erstmal zu den anderen hinter. Mist. Okay, das ist schlecht. Fusionskern ist fast leer. Ah, nicht gut, nicht gut. Immer mit der Ruhe, Mama. Alles okay? Alles gut, Preston. Mach keinen Aufstand. Genau. Bleib mal entspannt. Das war wirklich erstaunlich. Ja, gell? Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Ich bin auf meiner Seite. Auf meiner Seite, Garvey. Das ist schade, Mann. Im Commonwealth kann man nie genug... Also, als wir uns trafen, hast du etwas... Das hat's schon immer gehabt, dass er die Logik einfach abbricht. Solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier, okay. Für alles, was du getan hast. Danke. Naja, also wenn, dann habe ich ja mal nicht wegen dem Geld geholfen. Ich habe es nicht für das Geld getan. Hey, tut mir leid. Ich bin es gewohnt, dass jeder nur an sich denkt. Du erinnerst mich an meine Freunde. Die anderen Minutemen, die ihr Leben für etwas gelassen haben, das größer ist als sie selbst. Du solltest mit nach Sanctuary kommen. Wir könnten deine Hilfe brauchen. Ihr wollt zu mir nach Hause? Was würde ich denn tun müssen? Du musst stark bleiben, wie zuvor. Denn dein Schicksal umfasst noch mehr. Ich habe es gesehen. Mhm. Und ich kenne deinen Schmerz. Okay, ich höre. Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich habe einen Voltanzug an. Die Energie deines Sohnes spüren. Okay, jetzt wird's interessant. Erlebt. Ich bin ganz Ohr. Also, Kind, ich weiß, wie das klingt. Das dritte Auge ist seltsam. Und es sieht nicht immer klar. Aber dein Sohn ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Okay. Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sein. Nein. Nein, Mama Murphy, wir das haben machen wir nicht. Gesprochen. Dieser Mist. Bring dich noch sei um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Ja, aber wir werden dich nicht mit Drogen versorgen. Unser Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war? Und ja. Jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer wartet, als wartet, das hier kann es wohl kaum... Entspannt euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Hey, Leute, ich wohne da oben. Also gut. Zahlt ihr Miete? Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Okay.
Oh, wir sind mega langsam unterwegs. Oh, oh, oh. Gut, dann nutzen wir die letzten paar Minuten auf dem... Direkt hinter dir, Boss. Ja, auf dem Weg nach Sanctuary. Wir haben jetzt die erste Fraktion, die wir hier in Fallout 4 haben, im Endeffekt immer noch nicht kennengelernt. Dass du das Ding erledigt hast. Ist das erste Mal, dass ich eins von diesen Dingern aus der Nähe sehe. Ja, genau. Dass es schon tot ist. Und zwar die Minutemen. Die anderen, naja, gut, kommen so nach und nach noch. Ich bin mal gespannt, mit wem ihr persönlich dann sympathisiert. Wie gesagt, ich wollte mehrfach schon auf verschiedenen Fraktionen das Spiel durchspielen und ich bin jedes Mal an dieser einen Fraktion dann hängen geblieben. Bin mal gespannt, ob ihr wisst oder noch im Verlauf des Spiels mitbekommen werdet, welche Fraktion das ist. Hier werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal dann gleich, wenn wir da oben bei der Rocket Station sind, mal einen kurzen Cut einwerfen, weil jetzt den ganzen Weg in der Geschwindigkeit zurücklegen, na, muss nicht unbedingt sein. Wir laufen jetzt da hoch und hinterlassen dann auch die Powerrüstung dann da oben in der Powerrüstungsstation, weil dann können wir... Nein, wir können dann trotzdem nicht rennen, oder? Nein, wir sind... überladen. Wartet's mal, das können wir sogar noch. Jetzt passt's mal auf. Jawohl. Komm, das kriegen wir. Ja. Jetzt sind wir wieder schnell unterwegs. Hey, was will der denn jetzt noch? Pickel am Arsch des Commonwealths vermissen werde. Wir müssen weiter, falls du von hier kommst. Ach so. Das war nicht böse gemeint. Ja, Junge, ich wohne da hinten oder ich habe da gewohnt, bevor die Bomben gefallen sind. Gut, okay, kleine Planänderung. Wir haben aktuell noch genug Saft, um durchzulaufen und wir können ja jetzt wieder schneller laufen. Die Herrschaften sind nur etwas langsam. Deswegen flitzen wir jetzt mal hier vor. Oh, 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 oh. Der Energiekern geht gar, und zwar gewaltig. So, wir werfen mal einen Cut rein. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Ihr kennt es. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn auch gerne ein kostenloses Abo. Kostet euch nichts, bringt mich mit dem Kanal ein bisschen weiter nach vorne. Und wenn ihr irgendwas zu sagen habt, haut es in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns zur nächsten Folge sehen oder bei einer anderen Folge bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, ich wünsche euch was. Servus.